nicht anders. Wir müssen dich da leider wegbannen, weil du leider zu jung bist. Nein! Lass das! Nee, können wir da nicht ändern. Wir sind halt verpflichtet. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es wieder mal eine Folge. Leute, ich hoffe, eure Ohren sind heute geplatzt, denn heute wird es richtig krank. Leute, heute werde ich gleich im Boxer-Discord geben und mich dort als Supercell-Mitarbeiter ausgeben. Oder ich werde irgendwie sagen, keine Ahnung, dass ich mal auf dem Vlog bin und mich mit Supercell in Kontakt gesetzt habe und ich jetzt dafür sorgen muss, dass die Kinder unter 13 Jahre, und nee, unter 12 Jahre kein Brawl Stars spielen mehr werden und dass deren Accounts gebannt wird. Und ich werde die da richtig trollen, Leute. Das wird nice. Deswegen lasst es gerne einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, Leute. Schreibt mir gerne Video unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht, Leute, checkt mein Zweitkanal Labucci Marvin, Leute. Dort kommen immer nice Fortnite-Videos und auch andere Leute. Unbedingt abchecken. Erster Link unten in der Videobeschreibung OG Marvin und gebt gerne mal einen Creator-Code Marvin Vlogt ein in Fortnite. Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, natürlich dient dieses Video nur zur Unterhaltung und ja, Leute, ich würde sagen, let's go, wir gehen rein. So, ich bin hier schon im Boxer-Discord. Ich werde jetzt hier gleich bei den Leuten reinjoinen. Mal gucken, wen ich reingehe. Bin mal gespannt. Leute, lasst wie gesagt gerne einen Daumen nach oben da. Wir gucken mal. Ich sage euch einmal Bescheid, wenn ich einen gefunden habe. So, Leute, wir gehen mal hier bei dem RXG-Martin-Fan rein. So, let's go. Bin mal gespannt, ob der was sagt. Hallo, hörst du mich? Ja. Okay, perfekt. Moin, was geht? Hallo, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Spielst du Brawl Stars? Ja. Wollen wir eine Runde spielen? Können wir machen. Ja, okay, dann lass mal Duo spielen. Oder lass mal Eliminierung spielen. Okay, was soll ich für einen Brawler nehmen? Spiel dann, was du willst. Lass mal probieren, gucken. Lol. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 7. Okay, smart. 7. Weißt du nicht, ab wie vielen Jahren Brawl Stars ist? Ich weiß nicht, ab 12, aber meine Mutter hat mir das verboten. Aber ich spiel's trotzdem heimlich. So, okay. Weißt du nicht, wer ich bin? Nein. Wer bist du nochmal? Okay. Ich bin Marvin Vlog, der Brawl Stars YouTuber. Kennst du den? Nein. Echt? Ja. Oh mein Gott. Schaust du meine Videos oder nicht mehr? Ja doch, ich schau sie. Ich rede mich immer. Geil. Dieser Hater war auch doof, ne? Ja. Du, ich bin jetzt nämlich hier im Auftrag von Supercell, also von Brawl Stars. Ich muss jetzt gucken, dass ich in nächster Zeit dafür sorge, dass das Spiel ist ja erst ab 12 und wir müssen aber gucken, dass weniger Kinder das spielen, die halt drunter sind. Und deswegen müssen wir gucken, dass eventuell der eine oder andere Account gebannt wird. Und ja, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen, ja. Du meinst ja, du bist 7. Ich weiß noch nicht, ob du das schon spielen darfst. Meine Mutter hat es erlaubt, also darf ich das doch. Ja, nee, das Ding ist, dass du verstoßt gegen die AGBs von Supercell. Und kann sein, dass das nicht geht. Hä, aber meine Mutter hat es erlaubt, dann darf ich das doch oder nicht? Ja, ich muss das gleich noch abklären. Ich werde gleich mal gucken, dass ich mal einen von den YouTube-Kollegen anrufe. Und aber kann sein, dass das nicht geht. Deswegen. Also, ich kläre das gleich nochmal. Vielleicht kann ich doch gleich von Supercell direkt erreichen, sonst kann das sein, dass dein Account gemacht wird. Heißt das, also mein Account kann weg sein für immer. Ja, dein Account wird dann gebannt und ich werde das dann mit in die Wege leiten. Bitte tu das nicht! Wieso nicht? Ja, ich will noch Brawl spielen! Ja, kannst du dann in. Wie alt bist du jetzt, 7, ne? Ja. Ja, du kannst dann Brawl wieder spielen in so 3-4 Jahre alt, wenn du 12 bist. Ja, aber das ist ja doof! Ja, es geht. Ich will jetzt spielen! Ja, ich guck da. Man kann auch sein, dass du einen Account behalten kannst, aber ich glaube, sieht eher schlecht aus. Nein, bitte tu das nicht. Und das Ding ist, der Boxer, der Discord hier, der ist auch erst ab 12. Da darfst du eigentlich auch noch gar nicht. Nee, der ist sogar erst ab 13. Da darfst du eigentlich auch gar nicht drauf sein. Bitte lass mich doch drauf. Bitte mach doch eine Ausnahme. Ja, ich muss mir das nur überlegen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich mal einen von Supercell erreiche. Warte mal ganz kurz. So, Leute, ich habe mich jetzt auf stumm geschaltet. Hört mich jetzt nicht. Ich werde dazu tun, als würde ich jetzt mit Supercell telefonieren und sag ihm, dass der Account gebannt wird. So, dass das jetzt nicht mehr geht und dass der jetzt rauskommt. Ich rufe jetzt den Puki an und tu so, dass er das sagen soll. Dass Puki auch der Meinung ist, dass er kein Brawl Stars mehr spielen darf. Das ist nur erst ab 12, dass wir da jetzt aufpassen müssen. Und ich bin jetzt gespannt. Werde dem Lukas das natürlich sagen. Moin! Was geht? Du bist gerade mitten in der Aufnahme, Puki. Bist du gerade auf dem Discord? Ich bin theoretisch auf PC, also ich kann kurz kommen. Ja, kannst kurz kommen? Ja. Okay, perfekt. Dann komm mal kurz in Duo 9 rein, okay? Ah, perfekt. Warte, ich geh dich an. Ich brauche mal ganz kurz deine Hilfe. Und zwar kannst du gleich mal hier in Duo 6 reinkommen. Da muss man mit dem talken. Ich nehme hier gerade ein Video auf. Der wird jetzt geprankt. Der ist 7 Jahre alt und ich habe ihm gesagt, Spoils das erst ab
12 ist und dass er das Spiel nicht mehr spielen darf und dass, dass ich jetzt mit Supercell spreche und mit Pookie auch und ich gucke, ob ich ihn jetzt dazu hole. Ja, du musst mal kurz mitspielen. Was soll ich denn machen? Let's go, das wird sich gleich im Laufe. Komm einfach in Du 7 rein, ich ziehe den gleich rein, okay? Ach, okay. Ja. Let's go. Bist wieder da, hallo? Kannst du reden? Martin-Fan? Ich habe gehört, da gab es jetzt einen Verstoß wegen Alter, oder? Ja, naja, genau, das ist jetzt das Problem. Und deswegen müssen wir kurz warten. Kann sein, dass er jetzt kurz zu seiner Mutter läuft und das kurz klärt, aber das müssen wir erklären. Ja, das ist auch wichtig. Ja, ja, natürlich. Ich habe mir auch gesagt, dass Discord hier gar nicht geht. Hallo, hörst du uns? Ja, jetzt, hallo. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, dass es nicht geht, dass du Brawlstar spielst. Wir haben auch gerade schon mit Supercell gesprochen und der Pookie auch und das funktioniert nicht. Ja. Deswegen. Ja, wir bräuchten jetzt einmal deine Player-ID. Wenn ich hab den schon hier in der Gruppe drin, der hat gerade schon eine Runde mit mir gespielt. Okay, super, weil dann leiten wir das gleich mal weiter und dann ist der Account morgen weg. Ja, ich habe auch schon gesagt, dass er weggebrannt wird. Nein, bitte nicht. Na, das geht nicht anders. Wir müssen dich da leider wegbannen, weil du leider zu jung bist. Nein! Lass das! Nee, können wir da nicht ändern. Das kann man. Wir sind halt verpflichtet. Hallo? Also wir sind halt verpflichtet, im Auftrag von Supercell das durchzuführen. Das tut uns auch leid. Da kannst du auch nicht wirklich was für. Nee, das will ich nicht. Nö. Das sag ich sonst meiner Mutter. Ja, das geht leider nicht. Ich habe auch schon mit Supercell gesprochen. Wir müssen halt gucken, jetzt, dass die Leute halt langsam aufhören damit. Und es ist halt ab 12 und dann müssen wir halt gucken. Du bist 7 Jahre, das ist leider zu jung. Nein! Doch, das geht leider nicht anders. Will ich nicht! Da gibt's leider kein Will ich nicht. Das, Doch! Ja. Und das Geld für deine Brawler. Wollt ihr nichts zu sagen? Ich bin jetzt der Boss. Nee, und das Geld für die Brawler kriegst du auch nicht wieder. Ich hab Geld ausgegeben! 2 Euro! Ja, das gibt's nicht mehr wieder. Das ist jetzt halt weg. Das steht auch in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das musst du halt davor lesen. Das war mein Taschengeld! Tut mir wirklich leid, aber ne, wie gesagt, wir müssen das, wir müssen da hart durchgreifen und wir haben jetzt in den letzten 3 Tagen, glaube ich, 4000 Leute weggebannt. Ja, weil die einfach zu jung sind. Das geht nicht. Nö, ich Spastis, darauf habe ich keinen Bock mehr. Also das ist jetzt auch kein Grund, gleich zu beleidigen, ja? Wie gesagt, wir können nichts dafür. Das tut mir auch sehr leid für dich. Nein! Nee, das ist jetzt... Mama, die fangen mich! Marvin, meinst du, ist es Zeit? Nee, das geht weiter. Oma! Die wollen mich fangen! Die wollen mich fangen! Warum? Was hast du denn schon gemacht? Ich hab nichts getan! Irgendwas musst du ja getan haben. Du hilfst mir nicht mal! Meine Güte! So ist das nun mal leider jetzt, ne? Also, Martin, da können wir jetzt auch nichts machen. Also, ja, ich denke mal, spätestens morgen ist er weg. Vielleicht sagst du noch deinen Kollegen Bescheid, dann, dass die dich in 5 Jahren wieder adden können, wenn du dann 12 bist. Ist ja auch gut, hast du halt im Ballpass ein bisschen später, ne? Ich meine. Und du kannst dann auch, also, was wichtig ist, einen Entbannungsantrag stellen natürlich. Gerne direkt bei Marvin Vlogged und. Ja, wenn du dann halt 12 bist, dann kann es sein, dass Supercell dir den Account auch wieder zurückgibt, wenn der nicht schon mittlerweile gelöscht wird, weil Supercell behält sich das Recht vor, nach 180 Tagen Inaktivität den Account zu eliminieren, was aber nicht immer passiert. Das heißt, wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du in 5 Jahren deinen Account dann wieder nutzen. Oh nee, das ist unfair. Also ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Marvin, halt mich am Laufenden zu dem Fall, genau. Sonst gerne. Ich bin jetzt mal raus, ich muss jetzt Wäsche machen. Okay, ja. Ciao. Tschüss. Du, sag mal, bist du noch da? Ja. Ja, ich wollte nur sagen, das ist ein Prank, weil dein Account wird natürlich nicht gelöscht und wir werden dann nicht zu Supercell sagen. Zum Glück, oh mein Gott. Ja, du kannst natürlich weiterspielen, ne? Ja, oh mein Gott, ich habe 2 Euro ausgegeben. Ja, okay, nice, gut. Ich würde dann sagen, ich bin mal raus bei dir, ne? Okay. Ciao. Tschüss. So Leute, ihr habt es gehört, haben wir natürlich aufgeklärt. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos, Abo. Dankeschön, Leute. Ciao, Kos und Chimö.